Gut, der Herbert ist ja ziemlich nah am Wasser gebaut. Wir haben dort seinen Prop-Husker mitgebracht, um zu zeigen, wie nah. So nah auch wieder nicht. Sportreporter, heimische Politiker. Ich habe die ganze Nacht geweint. Und internationale Staatsvertreter. So, was seid ihr für Trottel? Achso, Journalisten, gut. Dann erzähl ich was. Vor keinem von ihnen machen diese beiden Halt. Peter Hörmannseder und Robert Stachel sind Maschek. Hier im Posthof lassen sie das Jahr 2019 noch einmal Revue passieren. Der Schirm passt da nicht durch die Tür. Siehst du das nicht, der Trottel? Sie müssen ihn abspannen. Was bist du für ein Trottel? Der passt nicht durch. Spannen Sie ab. Ich kann nicht abspannen, wenn ich da mit dem Schirm gehe. Wie soll ich abspannen? Lass ihn liegen. Lass ihn halt liegen. Ist mir wurscht. Manche Rollen begleiten das Duo schon seit Jahren. Und trotzdem fällt der Abschied nicht besonders schwer. Ich nicht. Sie haben ja da einen Zettel, da stehen sicherlich auch andere Fragen. Ja, was steht denn auf Ihrem Zettel? Was steht auf Ihrem Zettel oben? Halten Sie es nicht zu, was steht denn auf dem Zettel? Da steht. Strache ist schizophren. Also nicht er, sondern das Thema Strache ist für mich schizophren. Die Figur Strache, die ich für mich entwickelt habe, die wird mir wahnsinnig abgehen, weil das war so eine einfache Figur und mit dem hat man so leicht was erzählen können. Aber ich muss sagen, ich will eigentlich im Jahr 2020 Strache nicht mehr machen wollen, müssen, sollen. Er soll jetzt einfach einmal wegbleiben. Etwas schizophren ist auch Roberts Beziehung zur deutschen Kanzlerin Angela Merkel. Zum einen Lieblingsrolle, zum anderen anstrengend. Hey, guck mal, Theresa, was der Putin getwittert hat. Prohaska heult bei Streusel. Merkel kam heute sehr, sehr wenig vor, also bei diesem Jahresrückblick. Liegt natürlich auch daran, dass wir das Parallelprogramm haben mit ihr. Liegt auch daran, dass sie stimmlich sehr fordernd ist. Also ich habe, glaube ich, auffällig viele Travestien bei dem Abend auch, aber auch beim Merkel-Abend, wo ich die ganze Zeit in dieser Travestie drin bin. Also angenehmer für mich sind Stimmen wie Van der Bellen und deswegen machen wir jetzt noch keine Gedanken, ob die nächste Kanzlerin dann auch wieder mir gehört. Das ist eine Frechheit, wo also würde ich nicht die ganze Zeit Frauenstimmen machen. Tatsächlich war es absurderweise so, dass früher der Peter eher die Frauenstimme gemacht hat. Früher, als du noch weiter hinaufkamst. Jetzt hat er schon so viel geraucht, jetzt schafft er es nicht mehr. Sag du was dazu, ich weiß es auch nicht. Das ist eine Frechheit. Na, es ist vor allem wirklich. Wir switchen ja die ganze Zeit. Es gibt einfach viele Frauen. Die Frage ist, der Robert hat, jetzt muss ich überlegen, von den Politikerinnen, einfach die Randy Wagner, das fällt wahrscheinlich auf, weil bei den ganzen Moderatorinnen, da denkt doch das Publikum nicht nach, wer spricht denn jetzt, sondern das ist halt einfach irgendeine austauschbare Stimme im wahrsten Sinne des Wortes, so wie die Figur austauschbar ist. Wie Sie wissen, bin ich Ärztin. Und als Ärztin fände ich es sehr verantwortungslos, die Patientin SPÖ gesund zu schreiben, denn sie leidet an einem Multiorganversagen. Ja? Eingespielte Videos live vertonen, das ist das Erfolgsrezept von Maschek. Seit mehr als 20 Jahren verpassen sie, Personen des öffentlichen Lebens, ihre Stimme. Reagieren auf Aktuelles. Freude, wenn sowas wie das Ibiza-Video rauskommt, ist aber nicht vorprogrammiert. Keine Falle. Beim Ibiza-Video war der fiese Punkt erreicht, wo ich nach langer, langer Zeit am Freitag, am Abend, einen fertigen Beitrag gehabt habe für den kommenden Montag. Und habe mir gedacht, gut, es ist ungefähr 18 Uhr, jetzt schaue ich nur schnell, was ist gerade passiert auf der Welt oder in der Welt. Und genau in diesem zu dieser Zeit kam dann das Ibiza-Video. Ich habe mir gedacht, sehr gut, mein Wochenende ist schon verplant, weil es hier mit Tod, weil jetzt gibt es plötzlich etwas, was wirklich zu behandeln ist. Und dann war es, wie soll ich sagen, es war klar, man muss was machen. Und es war auch eine absurde Stimmung plötzlich im Lande. Und dann begann die Arbeit, weil alle Leute haben dann auch darauf gewartet, nicht nur was kommt jetzt, prinzipiell im echten Leben, sondern wir haben dann auch immer so eine Erwartungshaltung. Da fragen uns ganz viel, was macht ihr? Oder ich bin gespannt, was ihr daraus macht. Dann muss man sich halt was überlegen. Also man reibt sich die Hände bei so ganz großen Ereignissen nur aus einem Grund, weil man den Leuten nichts erklären muss, weil die haben es alle gesehen und mit dem kann man dann schon spielen. Spielen wird Maschek garantiert auch mit der neuen österreichischen Regierung. Die Hoffnung in die Politiker ist groß.
endlich über die Grünen lachen. Da freue ich mich richtig drauf. Und sonst, es gibt genug her. Und wenn nicht, Van der Bellen wird immer da sein. Aber ich halte mein Wort. Nehme trotzdem den Regionalexpress, weil der bleibt alle 5 Minuten stehen. Das bedeutet für mich eine Rauchpause. Ne? Wenn alles gut geht, sehen wir uns heute noch in Grammat-Neusiedl. Nach dem Rückblick auf 2019, der Wunsch ans neue Jahr. Dass es vorübergeht. Ich finde, man muss schon am Jahresbeginn schon darauf hoffen, dass das Jahr endlich vorbei ist. Weil am Jahresende macht es jeder, ne? Sagt er, furchtbar. Na, weil dann können wir wieder ein Interview bei LT1 haben und je früher, desto besser. Bevor es aber so weit kommt, heißt es noch hunderte Videos vertonen. Howdy, wie die heißen. Servus, Charlie. Na, wir sehen Sie. Oh, wie hängt's? Alles in fester Hand, was im Griff? Sie haben Schweißhände, das ist und machst den Brexit? Ich höre Hörbücher von Peter Handke. Fist. Fist. Oh, der Chinese des Schmerzes klingt gut. Fist. Oh, Alter, bist du so. Du kriegst keine Fist, weil ich nicht weiß, wer du bist. Und bitte am Weihnachtshit 2020 arbeiten. And this year to save me from tears. I'll give it to someone special. Also.